So, hier war ja jetzt ja wirklich gar nichts, ne? Das heißt wohl, wir müssen eine dritte Ebene erst noch entdecken. Es sei denn, wir finden da unten jetzt zwei Teile. Dann wird aber auch sowas von Arsch viel los sein. Scheiße. Da ist schon mal was. Guck mal. Mist. Das sind wahrscheinlich alles so Items, die man sich nicht mit Stase holen kann. Nein, nein, nein. Ah, das ist auch mehrebenig hier. Komm. Augen zu und durch. Haben wir Nummer 1. Zwei von drei Teilen für Fernsteuerung gefunden. So. Wir sitzen am längeren Hebel, ihr Viecher. Auf den Moment warte ich ja noch, dass Dead Space erkennt, welcher Fehler, welcher Typ einem die meisten Leben abzieht und einem dann dementsprechend die Monster schickt. Das wäre ja fatal. Falls sie das nicht sogar schon bis zu einem gewissen Punkt machen, das kann ich nicht beurteilen. Aber dafür kommen mir diese Mistviecher doch noch glücklicherweise ein bisschen zu wenig. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt unbedingt darum bitte, um Gottes Willen, nein. Aha, da war noch mal was. Ein Medipack. So, und wir haben das Ding. Falscher Knopf, egal. Wir können hier raus. Und nachladen sollten wir dringend. Vielleicht schaffen wir es ja sogar ohne Zwischenfälle jetzt nach da hinten. Aber ich glaube, das wird sich nicht machen lassen. Wer sich fragt, warum ich jetzt hier so rumkurve, das ist kurz der Erkundungstrip. Gegner triggern und dann hat man schon mal ein bisschen vorher als Vorsicht als Nachsicht, sage ich mal, wenn man dann gar nicht mehr darauf wartet. Herstellen, ja, bitteschön. Haben wir es jetzt? Nee, komm, das will ich jetzt nicht. Haben wir das Ding jetzt? Ich hoffe doch, ne? Weh, wir haben das jetzt nicht. Waffen-Upgrades übrigens, das habe ich eben ganz vergessen, dass wir das machen können. Wir könnten beim oberen Tool nochmal Schaden drauf tun. Würde, ja, wie ihr hier sehen könnt, ein bisschen was verbessern. Machen wir mal. Und hier unten könnten wir den Feuerrate hinzufügen. Mal sehen. CLP und TPO werden dann verbessert. Clip hinzufügen, was ist das? Ah, das sind, dann ist dann die Komplettauswahl. Naja, lohnt sich jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich. Aber eigentlich kämpfen wir auch nur mit dir, also... Kluge Spieler würden vielleicht alles draufhauen. Ziel hinzugefügt. Das Remote-Teil installieren. Warte, wir fahren jetzt hier erstmal weg, bevor ich da irgendwas mache. Oh, Sucherbot, ja richtig, den haben wir ja auch wieder. So, fahren wir mal bitte nach unten zu Crozier, danke. Hier wird uns ja wohl kaum irgendwas angreifen. Deswegen gucken wir hier mal ganz kurz nach den Missionsdetails. Das Relays ist fertig. Jetzt muss es nur noch an das Navigationssystem der Crozier integriert werden. Sieht aus, als hätte ich in der Nähe des Nasenkonus Zugriff darauf. Ach, ein Nasenkonus. Ja, ja, wer kennt das denn bitte nicht? Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Oh Gott. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Alles klar. Die Monteure müssen die Kraftstoffleitung der Crozier ausgespült haben, bevor sie sich in der Shuttle Bay gebracht haben. Wir können das Shuttle erst hier herausfliegen, wenn ich es aufgetankt habe. Super. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf wie Sau. Weil jetzt ist nämlich wieder alles arschvoll mit Necromorphs, wie ich eben schon mal erwähnte. So, wo genau ist das? Aha. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt ein bisschen... Ach, werden wir eh nicht. Was erzähle ich denn da? Wir werden eh nicht mit Gegnern verschont. Ja. Sehr gut. Und da unten... Oh ja. Auch nicht schlecht. Da ist die Tür. Sucherbot, guck mal an.
L2, was sagst du uns denn? Du willst nach da oben gebracht werden? Alles klar. Moment. Moment. Das machen wir nicht. Nicht, dass wir nachher von einem Necromorph stehen mit nichts als einem Sucherbot in der Hand. So, jetzt von mir aus. Nee. Gut, wir haben hier auf jeden Fall eine Sackgasse zum Ducken und da haben wir einen Punkt, um angegriffen zu werden. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, Leute. Ich glaube, wir werden die neuen Necromorphs noch einmal treffen. Und dafür gehen wir lieber irgendwo hin, wo ich weiß, dass mein Rücken gedeckt ist. Ihr kennt das. Scheiße! Super! Super Situation! Von überall kommen sie jetzt. So. Aber euch lasse ich keine Gnade zukommen, ihr Mistviecher. Ich hasse diese Viecher. Aber wir werden besser. Sagen wir es mal so. Wir verkacken schon 20% weniger. Wir müssen bestimmt den Lastenaufzug hoch. Das interessiert jetzt aber gerade mal nicht, weil wir haben hier noch was zu erkunden und das wird erkundet. Oha. Was ist das denn hier? Das ist eine Stasi-Station. Und hier ist nichts. Hier ist wahrscheinlich nur wieder Raum, wo geübte Spieler sich Rückendeckung suchen können. Nein, natürlich ist das ein Scherz gewesen. So, was haben wir hier? Sag mir jetzt nicht, dass wir daherkommen. Ich glaube, irgendwann sollte ich auch mal lernen, einfach dem Spielverlauf zu folgen. Toll! Toll, toll, super toll. Was machen wir denn jetzt? Komm, wir können mal ein Stasi-Pack getrost entfernen. Eigentlich ziemlich sinnlos, dass ich hier Upgrade-Platinen einsammle. Brauche ich nachher doch eh nicht mehr. Aber... na komm, wir gehen jetzt mal den richtigen Weg. Tut mir leid. Dafür beeilen wir uns ja auch umso mehr. Ich meine, wir sind schon ziemlich schnell hier auf der Terra Nova. Das will ich mal behaupten. Das Problem ist nur, dass, wie ich zumindest finde, wenn man sich so beeilt in Dead Space, dann ist es leider so, dass die Atmosphäre ein bisschen darunter leidet. Ich fand die Teile, wo wir am Anfang auf der Renoke noch wirklich sehr, sehr langsam waren und auch uns sehr viel Zeit gelassen haben, die fand ich eigentlich nochmal ein bisschen geiler. So, sind wir hier in einem Gefängnis. Davon gehe ich nämlich jetzt fast mal an dieser Stelle aus. Super, toll, noch eine Platine. Na, da müssen wir mal so ein kleines Medipack rausschmeißen dafür. Ja, das sind zum Glück alles Altmetall oder beziehungsweise Bonusteilchen. Die können wir ja so einsammeln. Ach, wir haben auch noch gar nicht fertig nachgeladen. Das ist ja auch mal interessant. Und Munitionsglück passt deswegen auch geradezu perfekt in unser Inventar. So, aktivieren. Kannst du ruhig mal tanken. Ui, das ist eine Zapfsäule. Ja. Drücke Select für Details. Was denn jetzt noch? Ich muss die Kraftstoffdüse per Kinesi-Modul anschließen. Sowas geht wohl nicht automatisch, nein. So. Wir werden hier nachher sehr nett von Necromorphs empfangen. Aber was soll's an dieser Stelle mal. Medipack Mittel ist genau das, was wir haben wollen. Ja, ein ausgezeichneter Austausch. Sehr schön. Und was ist das hier? Verbindung benötigt. Manuelle Verbindung benötigt. Achso. Was? Hör doch mal auf zu blinken. Du bringst mir aus dem Konzept. So, jetzt aber. Hier, Chinese übrigens. Und das Ganze läuft. Ziel hinzugefügt. Äh.
Danke. Das ist schon mal nett, dass die nicht in unserem Rücken auftauchen. Voll Idiot. Nicht mal getroffen. So, bei den Viechern im vollen Lauf schreiben wir uns auf, haben wir einen Vorteil, weil die nämlich im vollen Lauf von der Sekundärfeuerfunktion, wohlgemerkt, werden die direkt getötet. Da brauchen wir uns dann keine Gedanken mehr machen. Die stehen hier nochmal auf. So, wir müssen die wieder lösen, oder was? Das ist ja auch geil. Nee, das macht sie da hinten. So, Medipack, dich kann ich aber immer noch nicht mitnehmen. I'm so sorry. Da liegt noch ein Medipack. Wo wir waren, da liegen überall Medipacks. Der nächste Überlebende freut sich. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Wo soll ich denn in Deckung gehen? Ich stehe da super. Dämliche Uhrwelttechnik, die tappt rein. Oh Gott. Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Was soll ich denn jetzt machen? Aha. Hä? Ist das ein Aufzug? Ja, ist ein Aufzug. Wir müssen in die Shuttle Bay zurückkehren. Na, das ist ja auch ein Auftrag. Ich glaube, da folgen wir jetzt einfach mal ganz linear dem Teil hier. Fuck! 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 Lauf doch, Isaac! Ich komme nicht voran, der brennt. Nö, aber nicht. Mach's gut. Arschloch. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Ich beginne mit Systemcheck. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Aber ich glaube, wir sitzen ja auch ziemlich fest so. Mach's gut. Übrigens, normalerweise sterben diese Biester durch Feuer. Nicht nachdenken, laufen. Nicht brennen, laufen. Scheiße, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Verriegelt. Verriegelt, du bist witzig, ey. Boah, können wir jetzt mal ganz kurz einen Moment hier runterkommen, bitte? Alter, Lachs, du. Das ist ja ein Stress. Warte mal hier. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von den Missionen. Ich renne hier einfach nur noch. Ja, brüllt ihr nur. Ich komme bestimmt nicht wieder. Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Der Crozier kann sich nicht ausdocken, weil die Zahnräder des Shuttle... des Shuttle Bay Tors blockiert sind. Ich muss das in den Sinn, bevor das gesamte Schiff explodiert. Ach du Schnöde Scheiße. Und was ist das? Da kommen wir doch gerade her, oder was?